Darf ich vorstellen? Das ist die EK Edda. Eine Armbrust mit 130 Pfund, die ein aufgesetztes Magazin aufweist. Das heißt, du kannst aufspannen und gleich weiterschießen und das mit 130 Pfund. Wenn du wissen willst, was das Teil kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossum vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist sie nun, diese Edda. Und ich habe hier schon das Vorgängermodell, die EK Cobra, vorgestellt. Da gebe ich da oben den Link. Und das hier ist die Weiterentwicklung. Im Endeffekt ist das genau oder fast dasselbe System, nur eben mit diesem Magazin hier. Da oben, da ist so ein kleiner Bügel, den drückst du und dadurch kannst du in dieses Magazin, da passen 5 Bolzen rein, einladen. Dann siehst du hier außen den Ladezustand. Da siehst du auch diese Klammer, die hier da auf die Bolzen drauf drückt, damit die auch übernommen werden können. Und das Schöne sozusagen dabei ist, oder auch das Schlechte, das kommt darauf an, wie du gebaut bist, ist hier ein Bogen mit 130 Pfund. Das bedeutet, aufspannen, es muss richtig schön klacken, klack muss es machen, dann nach unten schieben, hier einsetzen und damit ist das Teil mal schussbereit. Hier gibt es eine Sicherung, die für Links- und für Rechtshänder benutzt werden kann und dann schießen. Das war's dabei. Und das hat schon was, denn normalerweise muss man jetzt einen Pfeil, einen Bolzen einspannen und jetzt macht man einfach das, aufspannen, wieder nach unten, ins Ziel bringen, Sicherung nach vorschieben und fertig und das war's. Und das kann ich 5-mal machen. Hab hier die Anzeige, also wir haben jetzt noch 3 Bolzen da drinnen. Also das ist eine fette Sache, wie ich meine. Aber, und das ist, muss man auch gleich dazu sagen, das Teil hat 130 Pfund. Und vielleicht sagst du jetzt dahinter dem Bildschirm, ja, 130 Pfund, ja. Oder du sagst, 130 Pfund, hallihallo, das muss ich ja aufspannen. Und das merkt man im Vergleich zu den 90 Pfund, die die Cobra hatte, die R9, auf jeden Fall. Also, wenn du ein kräftiger Mann bist, dann wird dich das wahrscheinlich nicht allzu sehr stören. Meine Frau zum Beispiel, die sagt, naja, 130 Pfund muss das wirklich sein. Und ich sage, ja, ich kann da leider nicht helfen. Du kannst es hier so einspannen auf dem Schubschaft. Das beschreibe ich dann nachher noch, was das genau ist. Und hochziehen. Aber das reicht auch manchmal nicht. Das musst du bewusst sein. Aber wo ein Vorteil ist, ein Nachteil und wo ein Nachteil, ein Vorteil. So, jetzt habe ich alles ausgeschossen, aber jetzt ist hier eine Sicherung eingebaut. Also ich kann hier gar nicht mehr aufspannen, denn das wäre unangenehm. Das liegt daran, dass hier dieser Mechanismus einen Haken hat, da verspannt sich die Sehne und die Sache ist erledigt. Finde ich echt cool. Es gibt dieses Teil in der Standardversion, da ist einfach nichts dabei, einfach nur diese Armbrust mit dem Magazin. Oder die Deluxe-Version, ich gebe da natürlich billige Eigenwerbung unten den Link in meinen Shop, das ist eh ganz klar. Und die Deluxe, das Komplettset, das hat hier einen Schubschaft, den ich auf jeden Fall empfehle. Muss ich wirklich sagen, also ich empfehle den auf jeden Fall. Und ein richtig gutes Leuchtpunktvisier. Bei der Cobra, wenn du da vielleicht bei mir schon eingekauft hast und das verwendet hast, dann weißt du, dass das ein Klumpert ist, was da dabei ist, wie man in Österreich sagt. Dieses hier bei der Edda ist wirklich hochwertig, das ist aus Aluminium. Es gibt 2 Zustände, nämlich off, das ist kein Zustand, sondern eigentlich ist es auch ein Zustand. Und zwar aus, dann leicht und high. Damit sieht man wirklich den Rotpunkt sehr, sehr stark. Es ist ein Rotpunkt, es ist kein grüner Punkt, sondern ein roter Punkt, weil diese Frage auch immer wieder kommt. Und das war's. Hier ist eine Picatinny-Schiene vorgesehen. Da kannst du auch eine andere Optik drauf geben, Zielfernrohr. Wobei, da muss halt die Montage passen, aber das soll so sein. Und hier vorne, da gibt es auch 2 Picatinny-Schienen. Da kann man weiteres Zubehör drauf montieren. Im Standardlieferumfang des Komplettpakets ist da so diese lustige Schutzbrille enthalten. Naja, ist halt so. Dann noch einmal eine Spannhilfe, Endkappen und eine Sehne, eine Ersatzsehne. Jetzt wirst du sagen, naja, brauche ich das wirklich? Ja, ich empfehle dir das, dass du dir gleich das Komplettpaket nimmst, aus dem Grund. Du hast gesehen, dass dieses Teil ganz schnell, ganz kurz kannst du 5 Pfeile Bolzen rausschießen. Aber der Punkt dabei ist, das bedeutet auch für die Sehne einiges an Belastung, besonders bei diesen 130 Pfund. Und wenn du das ganz oft machst, ein paar hundert Mal, und da vielleicht nicht gleich die Pflege dem ganzen Teil widmest und Aufmerksamkeit, dann wird die Sehne kaputt werden. Und daher ist da gleich automatisch ein Set dabei und ist auch im Komplettpaket dabei. Übrigens, wenn du das Ding bei mir kaufst, den kriegst du natürlich zu mir in den Shop,
dann kriegst du auch automatisch, exklusiv für meine Kunden, eine sehr detaillierte Montageanleitung, wobei das geht eigentlich relativ rasch, das ist gar nicht der Punkt, aber du kriegst auch eine Pflegeanleitung per Video, wo ich dir meine Erfahrungen und mein Know-how, was Pflege und Wartung von Armbrüsten betrifft, kostenlos zur Verfügung stelle, aber nur für meine Kunden. Und es sind 5 Pfeile auch standardmäßig, diese 7,5 Bolzen sind auch mit dabei und eben dieses lustige Reflexvisier. Dann ist auch dabei dieser Griff hier vorne, den man da drauf montieren kann. Habe ich aber nicht gemacht. Ich mag den nicht. Ich mag ihn nicht, aber wer das cool findet, der soll das cool finden. Und das hier. Das ist eine Sling. Wo kommst du denn her, Sling? Da warte mal kurz. Das wird da unten bei dem Schubschaft eingeführt. Und dann kannst du deine Armbrust tragen, so militärisch, so wieder fallen lassen und irgendetwas tun. Und wenn es sein muss, hast du sie gleich wieder da. Nein, einfach ein Trageriemen, den man einstellen kann. Es gibt aber auch hier die Funktion, dass man den ganz schnell runternehmen kann. Also das ist auch im Standardpaket dabei. Wer es braucht, soll es haben. Ich persönlich brauche das nicht, aber ist dabei. Und natürlich auch dieser Bogen. Dieser Bogen hier, dieser 130 Pfund Bogen, kann auch relativ rasch ausgebaut werden. Aber wie gesagt, Montageanleitung und wie man das macht, kriegen alle meine Kunden kostenlos als Video mit dazu. Naja, es gibt aber noch ein Zubehör, was dich vielleicht interessiert. Und zwar dieses kleine Teilchen hier. Das ist eine Lampe, die du hier vorne auf diese Picatinny-Schiene aufbringen kannst. Und die Sache sitzt, da gibt es auch Laser. Aber das Problem dabei ist, wenn du aus Deutschland bist, ist das Teil hier verboten zu besitzen. Warum? Weil das könnte man auch auf eine Faustfeuerwaffe aufbringen. Und das ist ganz gefährlich. Ich meine, stell dir einfach vor, das könnte man tun. Das ist ja fürchterlich. Wenn du aus Österreich bist, dann ist es überhaupt kein Problem. Kannst das mitbestellen, gebe ich da auch unten den Link in meinen Shop. Und es wird ein Zubehörteil geben, von EK ausgeliefert, das mir im Moment noch nicht zur Verfügung steht. Gebt aber auch unten den Link, also schau nach. Das kann man aufbringen, da spannt man eine Lampe anderwertig ein und dann ist es wiederum erlaubt, das zu benutzen. Das ist aber im Moment noch nicht verfügbar. Aber wenn du das Video siehst, kommt ganz drauf an. Schau unten in den Beschreibungstext, dann verlinke ich dir dieses Teil. Ja, das ist einmal das Standardzubehör. Und es gibt noch ein kleines Feature. Wir haben ja bis jetzt nur die 7,5 Zoll Pfeile verschossen. Es gibt aber auch längere Pfeile von EK, die du auch damit verschießen kannst. Zeige ich dir gleich. Der Vorteil ist, diese längeren, die haben abschraubbare Spitzen. Also da sind standardmäßig Feldspitzen drauf. Aber es gibt auch Broadheads, also Jagdspitzen. Gebe ich da natürlich billige Eigenwerbung, den Link in meinen Shop. Das heißt, die Bogenjagd ist ja verboten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Aber in unseren Nachbarländern, wie zum Beispiel Ungarn, Tschechien, Slowakei, Slowenien, ist sie erlaubt. Das heißt, du kannst schon daheim üben, indem du dir diese Broadheads besorgst und dann eben ja, jagen gehst ins Ausland. Wie geht das? Leider kann man das ja nicht aufspannen. Das habe ich da ja vorher gezeigt, wenn kein Pfeil eingespannt ist. Du drückst den Bolzen hier nach oben, nimmst einen kleinen Pfeil, gibst ihn da durch und somit hast du kein Problem mehr mit dem Aufspannen. Wichtig, diese Sache, die ich da jetzt zeige, da muss man ein bisschen nachdenken oder ein bisschen mitdenken. Also bitte nur dann machen, sowieso nur dann machen, wenn dir klar ist, worum es dabei geht. So. Dann greifen wir da vorne rein und schieben den Pfeil da durch. Bitte aufpassen bei dieser Aktion. Niemals da irgendwo reingreifen oder so. Bitte, 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 bitte aufpassen. Und hier könnte man jetzt zum Beispiel Broadhead anbringen oder wie auch immer. Ja, so, jetzt ziehen wir dieses Teil raus. Das ist wichtig, denn es muss, das ist wichtig, dass das rausziehst. Es muss nämlich diese Klammer auf den Bolzen draufdrücken. Ja, dann entsichern, Leuchtpunktvisier einschalten, damit ich auch was treffe. Und dann Rabumsti, Kapumsti. Eine Sache noch. Wenn du das Teil bei mir kaufst, ist klar, ist billige Eigenwerbung dieses Video, ne? Dann zeige ich dir auch, wie man dieses Leuchtpunktvisier einschießt, damit man auf größere Distanz, ich meine, das ist ja eh Pipifax, die paar Meter hier, aber auch auf größere Distanz etwas trifft, das zeige ich dir auch, ist auch exklusiv für meine Kunden, biete ich hier meine Erfahrungen an. Ja, ich finde, dass das ganze Teil eine runde Sache ist. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert, wenn du wirklich eine performante, starke Armbrust haben willst, die auch dementsprechend was, ich meine, da hast du schon ein bisschen was in der Hand haben willst, dann könnt ihr mir vorstellen, dass diese Ada genau das Richtige für dich ist. Gebt da unten den Link in meinen Shop, schau dir das an, sei dabei. Wenn du Fragen hast, dann stell sie mir, Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Aber andere Videos, Abo dalassen, nicht vergessen, Abo dalassen. Link findest du in meinem Shop. Bis bald und ciao.